So, die schöne Jahreszeit von dem Schnee und Winter geht jetzt so langsam zu Ende. Jeder von uns hatte wahrscheinlich groß Spaß gehabt bei dem, ja, hier war nicht viel Schnee, aber auf den nassen, rutschigen Straßen ein bisschen hin und her zu driften, im Schnee rumzuspielen. Das große Problem bei dem Wetter ist eigentlich immer nur, dass die Straßen natürlich immer schön gestreut werden. Das heißt, wir haben sehr viel Salz auf den Straßen. Wenn die Straßen nachher feucht und abgetaut sind, fliegt dieses ganze Gemisch von Wasser und Salz halt durch die Reifen hoch und setzt sich überall auf alle Metallteile ab, die ihr unten am Fahrzeug habt. Und dadurch sehen eure Quads natürlich jetzt unten gerade von der Schwinge, von der Achse, da sieht man das immer gleich als erstes, total aufgesprenkelt aus, ungepflegt und richtig runtergekommen. Und um das ist ja dieses Salz, greift ja jetzt das Metall an, lässt das zum Teil richtig so aufblühen. Ihr habt solche Blüten da drauf und das ist natürlich jetzt nicht super. Um das jetzt mal wieder loszuwerden, also den ganzen Winter wieder aus dem Quad rauszukriegen, zeige ich euch heute mal, wie ich bei mir mein Fahrzeug wieder entsalze. So, hier sind jetzt mal ein paar Bilder von dem Material, wie es jetzt nach dieser Winterschlacht halt ausgesehen hat. Man sieht ganz stark, das Salz hat definitiv sein Tribut ans Material gefordert. Wir haben hier in der Kette sehr starke Verrostungen an den Gliednieten. Auf den Laufflächen obendrauf sind auch überall die Rostspuren drin und gerade hier auch an der Achse ist zu sehen, dass diese Salzrückstände diese Blütenaufplatzung gemacht haben, dass alles ganz rau ist, auch das verfärbt haben und es sieht einfach nur pickig und eklig aus. Die Kamera nimmt das jetzt nicht so gut auf, beim Auspuff ist es aber ähnlich. Der hat auch diese Verfärbungen drin. Alle Produkte, die ich hier jetzt zeige, da kriege ich kein Geld für und kein gar nicht. Das ist kein Product Placement. Ich mache das nur, damit ihr seht, dass das normale, haushaltsübliche Sachen sind, die ihr überall selber kaufen könnt. Das hier ist jetzt dieses Sillet Bang Gedöns. Sonst nämlich eigentlich Bref. Ich habe Bref nicht gefunden, habe jetzt also das gekauft, hat gleiche Wirkung. Es ist dafür da. Ich schäume das jetzt alles ein. Das ist so eine Art Fettkalklöser, um diese Rückstände schon mal grob zu lösen. Das wird eingesprüht, 10 Minuten wirken lassen und danach nehme ich eine Bürste. Das ist so eine Abwaschbürste, die ihr auch in jeder Drogerie, jedem Kaufhaus kaufen könnt für Geschirr, dieses Kram. Damit wird das jetzt alles nochmal komplett eingerieben, damit das ja richtig schön einwirken kann, nachdem das eingerieben ist. Wieder 10 Minuten lang warten lassen. Und von diesen Bürsten könnt ihr euch immer gleich mehrere mitnehmen. Wie gesagt, dann. Die kann man immer gut gebrauchen fürs Putzen. Danach wird diese ganze Geschichte erstmal mit Bremsenreiniger eingesprüht, um diese Chemierückstände wieder zu lösen. Auch mit der Bürste, dass das wirklich alles wieder komplett blanko wird. Gerade diese Chemiestoffe und auch halt der Bremsenreiniger gehen ja auch so ein bisschen nach der Zeit auf die ganzen Dichtungen und alles. Und deswegen wird das jetzt im Anschluss alles sofort wieder mit Wasser abgesprüht. Am besten ist Regenwasser, also nicht kalkhaltig. Ihr könnt auch Leitungswasser nehmen. Und dann wird das jetzt so lange alles eingesprüht und benässt, bis wirklich nirgends mehr irgendwelche Schaumrückstände rauskommen, bis das wieder alles ganz sauber ist. Und sag ich mal, das Wasser, das schadet jetzt nicht, was hier drauf kommt. Danach nehmt ihr dann einfach einen Lappen und macht das schon mal grob trocken. Das ist jetzt noch nicht die Reinigung, das ist eigentlich bis jetzt alles nur die Vorbereitung für die Reinigung. Es sieht zwar jetzt die Schwinge schon mal sauber aus, aber ich habe das jetzt nur gemacht, um schon mal diese ganzen, ja, Salzrückstände schon mal zu entfernen, die überall noch so dran haften. Damit wir uns nicht immer wieder irgendwelche Sachen verstellen, nachher irgendwas weiter kaputt gammelt. Alles nur schon mal zum Einweichen. So, ich habe ganz normale Papierlappen genommen, die kann man danach immer schön wegschmeißen, die nehmen den Dreck ganz gut auf. Und jetzt bauen wir uns mal meine manuelle Hebebühne. Das ist eine normale Cola-Kiste. Ich habe da nur Bretter draufgeschraubt, weil ich die auf das kleinen Tisch nehme. Als erstes die Handbremse beim Quad festziehen. Danach kippt ihr es seitlich an. Wie schon beim Side-Video, wenn ihr einen Idealpunkt habt, hat das kaum noch ein Eigengewicht. Deswegen kann man das ganz locker mit einer Hand heben. Die Kiste wird jetzt in den hinteren Bereich des Rahmens gestellt. Aufpassen, dass sie nicht auf der Schwinge auffliegt. Dann habt ihr ungefähr den Mittelpunkt von eurem Quad. Und jetzt stehen alle vier Reifen in der Luft. Ich habe die Reifen vorher gelöst, als es noch auf der Erde stand, und drehe jetzt mal die ganzen Radmuttern ab und entferne die Reifen, damit wir ein bisschen mehr Platz haben, um das Ganze jetzt mal sauber zu machen. Weil sonst kommt man da überall nicht ganz so gut hin. Als erstes beginnen wir hier mit der Kette. Und zwar nehme ich hier eine Kupferbürste mit einer ganz weichen Borste und löse schon mal ganz grob diesen Flugrost alles an und auch diesen der sonstige Matschdreck, alles was da so drin hängt, wird schon mal grob vorgelöst jetzt. Danach von allen Seiten natürlich. So, danach nehmen wir jetzt ein Reinigungsmittel, das ist ein Kettenintensivreiniger, bekommt ihr auch in jedem Motorradfachgeschäft zu kaufen.
Und das hier ist eine spezielle Kettenbürste, die es auch in jedem Motorradladen zu kaufen gibt. Drei sehr harte Borsten von allen Seiten, die passt gerade so über die Kette drüber, also ist permanent am Schleifen und damit könnt ihr dieses Reinigungsmittel richtig schön einmassieren, quasi in die Kette. So, danach nehme ich jetzt eine etwas härtere Kupferbürste, aber immer noch nicht diese ganz hart piekigen Dinger, damit ihr euch den Lack, diesen Schutzlack, dieses Goldene nicht runterholt. Danach fängt die Kette sonst doller an zu rosten und holen jetzt wirklich hier die letzten Rostrückstände wieder runter. Nachdem das jetzt alles abgeschmirgelt ist, nehmen wir jetzt Bremsenreiniger und holen alles aus der Kette wieder raus. Leider holen wir jetzt auch die kompletten Fettungsgrade raus von der Kette. Nachdem das mit Bremsenreiniger eingesprüht ist, wird das jetzt mit einem Lappen im Laufrichtung halt einfach gegengehalten, dass es wieder trocken wird. Jetzt haben wir hier eine saubere Kette. Wie man sieht, ist kein Rost mehr zu sehen, leider aber auch kein Fett und nichts mehr. Und das ist natürlich jetzt ein Gift für die Kette, weil die Glieder jetzt nicht mehr ganz so leichtgängig sind. Es klackert und jetzt müssen wir natürlich erstmal wieder Kettenfett aufbringen. Ich nehme dazu meistens ganz normales Kettenweiß, nennt sich das, also Kettenspray aus dem Motorradladen. Es hat eine sehr hohe Haftwirkung und wichtig beim Kettenspray ist, was ich in diesem Video jetzt nicht gemacht habe, weil ich das halt an einem Tag abdrehen wollte, ist, ich drehe es erstens nur mit der Hand, damit es nicht zu schnell sich dreht, die Kette, und überall wirklich auch das Fett reinkommt von allen Seiten. Das muss richtig schön getränkt sein. Und danach lässt man die Kette normalerweise wirklich mal für einen Tag in Ruhe, damit sich dieses Fett wieder festigen kann und diese Honigwirkung hat. So, jetzt machen wir mit der Achse weiter. Und zwar habe ich hier einen Schwamm, der mit einer Schmirgelschicht beschichtet ist, einer ganz feinen, und löse schon mal den groben Dreck runter. Als nächstes nehme ich hier so einen kleinen ja, Schleifschwamm. Das bekommt ihr im Baumarkt, wo es hier Kupferrohre und sowas gibt. Damit werden die angeraut, damit man die anschließend verlöten kann. Und mit diesen beiden Sachen wird jetzt schon mal grob diese Blütenbildung gelöst. Jetzt nehme ich einen ganz normalen Stahlwolle-Schwamm und damit werden jetzt auch wirklich die letzten Rückstände quasi gelöst und runtergeholt. Das Metall sieht man hier im Grund ist dunkel. Nun nehme ich eine Metall- und Aluminiumpolitur. In dem Fall ist das jetzt halt dieser Elsterglanz. Die Firma ist aber vollkommen egal. Und diese Politurpaste wird jetzt erstmal auf die Schwinge überall aufgetragen und richtig einmassiert. Wichtig hierbei ist, dass ihr bei diesem Einmassieren wirklich darauf achtet, diese Politurpaste auch wieder komplett jetzt runterzuholen. Nach einer Zeit gibt das nämlich sonst diese Politurpaste Flecken. Und zwar dreht und wendet ihr den Lappen immer wieder. So lange, bis wirklich keine Rückstände mehr am Lappen zu sehen sind. Diese Pasten, haben die Eigenschaft, wenn ihr die aufgetragen habt, nachher schwarz zu werden, weil sie halt diese Aluminiumsplitterchen darunter holen. Zur Kontrolle nehmen wir einen weißen Lappen, ziehen ihn einmal lang und gucken, dass er keine schwarzen Rückstände hat. Also wir haben alles runtergeholt und die hintere Achse ist jetzt aufpoliert. Man sieht schon im Vergleich zu vorher ist das ein richtig tolles Ergebnis. Es ist zwar jetzt kein Neuzustand, das liegt aber daran, dass sie halt auch schon viel benutzt wurde. Das ist die andere Seite der Schwinge, die ja genauso aussah gerade noch. Und man sieht hier ganz deutlich den Unterschied. Dadurch, dass wir jetzt nicht mit dem Kettenspray gewartet hatten, diese 48 Stunden, sieht man hier diese ganzen Sprenkeleien, weil es halt nicht die Möglichkeit hatte, sich zu festigen. Aber das kann man gleich mit einem nassen Lappen einmal wegwischen. So, und jetzt gehen wir auch schon auf die zweite Seite und da wird der Arbeitsprozess eigentlich nur wiederholt. Wieder der Schwamm mit der leichten Körnung. Danach nehmen wir diesen Politurschwamm, ziehen das damit nochmal nach, um halt schon mal diese groben Reste zu entfernen. Wichtig ist, ihr müsst echt aufpassen bei dieser Geschichte, dass ihr nicht mit dem Ärmel oder irgendwelchen Fransen am Pulli runterhängen habt oder von der Kapuze da diese Senkel. Hier zum Beispiel bei der Stahlwolle. Man sieht jetzt ganz stark, wie viel Reinigungswirkung die alleine schon hat, dass ihr da nirgends gegenkommt, ne? Weil dieser Radstern, wenn der euch ans Handgelenk knallt, das tut richtig weh. Und genauso bei der Kette natürlich immer aufpassen, dass ihr entweder lange Sachen benutzt, mit langen Stielen oder sowas, dass ihr mit den Händen nicht unbedingt immer ins Kettenrad reinkommt, sonst ist ruckzuck der Finger ab. So, hier sieht man jetzt ganz gut, wenn die Politurpaste wieder runtergeholt wird. Wie der Unterschied jetzt ist zu diesem hinteren Stück Metall, was hier richtig schon am Glänzen ist, und bei dem anderen, wo noch die Rückstände drauf sind, wo es richtig dunkel ist. Auch hier jetzt wieder die ganze Zeit hin und her, ja, einmassieren diesen Lappen da und immer wieder wenden, wenn man noch trockene, saubere Stellen findet. So lange, bis nachher alle Rückstände runter sind und danach haben wir dann auch wirklich, wie man jetzt hier sieht, ein super Ergebnis erzielt. Die Achse hat wieder einen super Glanz bekommen. Ist sehr glatt. Wir haben diese Originalriefen, die da eingearbeitet sind, nicht beschädigt. Deswegen haben wir auch nur diese weichen Bürsten benutzt.
Und ich denke mal, das kann sich so auf jeden Fall schon mal wieder sehen lassen. Hier kann man jetzt nochmal nacharbeiten, da sind jetzt noch ein paar Farbrückstände drin. So, die Kette sieht auch wieder super aus. Wir haben absolut keine Rostrückstände. Das Fett ist auch schon wieder leicht angehärtet, hat diesen Honigeffekt, also bleibt schön dran haften. Wenn man den Motor jetzt anschmeißt, fliegen jetzt keine Dreckreste mehr auf die Schwinge oder alles. Und auch die haben wir jetzt wieder leichtgängig gemacht und ist wieder bereit für die nächste Saison jetzt zum Starten. Die ganze Schwinge hinten, die wurde nochmal mit einem Lappen vorher einmal Bremsenreiniger draufgesprüht auf den Lappen, abgewischt, dann waren die ganzen Reste weg. Der Auspuff aus Aluminium, den habe ich nur mit dieser Politurpaste vorher eingerieben und wieder alles abgerubbelt und hatte danach auch wieder sofort die helle Farbe gehabt. Das Gesamtergebnis sieht jetzt wieder ganz super aus. Ich denke mal, mit dem Quad kann man jetzt wieder normal auf der Straße rumfahren, ohne dass es jetzt aussieht, als wenn es jetzt 10 Jahre nicht geputzt worden ist. Und ich denke mal, die letzten Bilder lassen wir jetzt hier noch so ausklinken. Und dann gebe ich mal zurück zu mir selbst nach dem fertigen Ergebnis. So, nach der ganzen Schrupperei, die hat natürlich jetzt nur ein paar Minuten gedauert, wie ihr gesehen habt. Ihr müsst halt nur ein bisschen schneller schruppen. Spaß beiseite, das Video ist natürlich in einer viel höheren Geschwindigkeit abgespult worden, weil das, glaube ich, zu langsam wäre, wenn ihr jetzt gesehen hättet, wie ich hier über eine Stunde lang einfach nur geschrubbt und poliert hätte. Dieser ganze Arbeitsprozess, den ich jetzt gerade gemacht habe, das ungeschnittene Material dauert ungefähr 60 Minuten. Das heißt, ich habe jetzt ungefähr eine Stunde damit verbracht, die Schwinge und die Achse wieder auf Vordermann zu bringen. Also ihr braucht ungefähr nur eine Stunde, um allein von diesen Teilen dann den Salz wieder zu entfernen. Das, was ich jetzt noch nicht gemacht habe, das sind der Stern für die Kettenradaufnahme hinten und der Stern für die Aufnahme von der Bremsscheibe. Die müssen jetzt auch noch aufpoliert werden. Das wird auch noch mal, denke ich mal, eine halbe, dreiviertel Stunde dauern. Das heißt, ihr nehmt dann auch dieses Elsterglanz, diese Aluminium-Metallpolitur, die ich da habe, macht die auf den Lappen und dann wird wirklich mit dem Finger die ganzen Ecken und Kanten alle abgerieben. Anschließend wieder mit dem Lappen sauber poliert und dann ist die Sache auch erledigt. Das habe ich jetzt bei dem Video noch nicht gemacht. Aber ich denke mal, das Ergebnis, was man bis jetzt mit den vorhandenen Teilen schon sieht, das kann sich wirklich sehen lassen. Wenn euch das Video gefallen hat und euch der Tipp auch ein bisschen weitergeholfen hat, dann lasst einen Daumen oben da. Abonnieren könnt ihr auch. Da, irgendwo, da. In diesem Sinne, haut rein mit Toxic Time.